Ich will euch eine Geschichte von meiner Freundin Faye erzählen. Sie arbeitete in der nigerianischen Botschaft. Was kann ich euch über Faye erzählen? Sie liebt Blumen, sie hat einen wundervollen Sinn für Humor und jeder mag sie. Es fing wie ein ganz gewöhnlicher Tag an. Faye machte sich fertig, schminkte sich. Übers Wochenende kannst du so lange auf meine Wohnung aufpassen? Soll ich mit Pedros spazieren gehen? Nein, ich habe den Hund bei meiner Mutter gelassen. Wohin gehst du? Oder ist das ein Geheimnis? Ist ein bisschen ein Geheimnis. Ich erzähl's dir, wenn ich wieder da bin. Tschüss, hab eine schöne Zeit. No, we need to... Ich bin so müde. Er sagte zu mir, beiß mich, beiß mich. Hm, ich könnte ein Becher Kaffee vertragen. Ich hatte Angst, ihn zu verletzen. Eine Tasse Kaffee für mich, bitte. Was willst du, Peter? Tee oder Kaffee? Kaffee für mich, schwarz. Du wirst heute Nacht nicht schlafen. Wer spricht von Schlafen heute Abend? Ah, Faye, Faye, ich werde heute Abend nicht lange bleiben, weil ich habe eine Mordsmenge an Arbeit zu tun. Hey, ich habe einen großartigen Witz gehört. Bitte keine Witze. Nein, das ist ein ganz großartiger Witz. Ich habe ihn von morgen gehört. Dann möchte ich ihn keineswegs hören. Ach, hör nicht auf ihn. Los, erzähl. Also es sind zwei Katzen in einer Kneipe. Und dann bestellt sich die eine Katze einen Milch und die andere Katze bestellt sich Wodka. Dann sagt die Katze zur anderen Katze, sag mal, wieso bestellst du denn Milch und kein Wodka? Und sagt Wodka, kein Milch. Und dann sagt die andere Katze, heilige Morgen, ein Kater. Erinnere mich dran, morgen zu töten. Er ist ein Kaffeekopf. Ah, danke. Prost. Plötzlich hörten sie ein seltsames Geräusch aus der oberen Wohnung. Was hast du in diesem Kaffee getan, Faye? Sag mal, Peter, was kann das sein da oben? Jetzt geh du mal nach oben und guck nach, was da los ist. Ich gehe nirgendwo hin. Wahrscheinlich ist es eine Überschwemmung. Ich hatte heute schon eine Dusche. Ich werde hochgehen und es mir anschauen. Ich glaube, sie ist ein Einbrecher? Ja, mit flatternden Flügeln. Hab keine Angst, beruhig dich. Peter und ich werden dann nach oben gehen und sehen, was da los ist. Aber wenn wir nicht zurückkommen, dann musst du sofort die Polizei an. Ich habe eine bessere Idee. Faye und du, ihr geht nach oben. Ich bleibe hier unten und wenn ihr nach 5 Minuten nicht wieder hier seid, rufe ich die Polizei an. Sei nicht so ein Feigling, Peter. Wir sollten die Polizei anrufen. Okay, dann gehe ich eben selbst nach oben. Okay, ich werde mit dir gehen. Aber Faye, wenn wir in 5 Minuten nicht wieder unten sind, rufst du sofort die Polizei an. Okay, pass gut auf. Okay. Faye wartete 5 lange Minuten und war sehr besorgt, aber sie kam nicht zurück. Sie versuchte das Telefon, aber es war tot. Sie nahm ihren Mantel und rannte nach draußen, um die Polizei zu rufen. Als sie aus der Tür rannte, stieß sie mit einem seltsamen Typen zusammen. Sie erzählte ihm, was passiert war. Er sagte, er sei Polizist und dass er ihr helfen würde. Thank you.
Gesundheit.